Willkommen zu Let's Play Sonic Superstars! Mittlerweile ist die Sonic Main Serie endgültig in eine 2D-Sparte und in eine 3D-Sparte unterteilt worden. Die Wege von Modern Sonic und Classic Sonic driften seit Sonic Generations immer weiter auseinander. Und vermutlich ist das sogar gut so. Tatsächlich war es so, dass man sich nach dem großen Erfolg von Sonic Mania direkt an einen Nachfolger setzte. Das Sonic-Team und die Mania-Entwickler rund um Whitehead und seinen Leuten begannen gemeinsam an der Entwicklung von Sonic Superstars, hatten sich auch schon für den Grafikstil und so weiter entschieden, einige Elemente eingebaut, aber die Kooperation kam über die Jahre so ein bisschen ins Straucheln bis hin zum Erliegen. Zurzeit geht das Entwicklerstudio Evening Star seinen ganz eigenen Projekten nach. Und nach einer kurzen Entwicklungspause tat sich das Sonic-Team mit Arcest zusammen, dem Entwicklerstudio von Naoto Oshima, demjenigen, der Sonic, Eggman, Amy und viele weitere Sonic-Charaktere entwarf, entwickelte und bis Sonic Adventure beim Sonic-Team tätig war. Arcest entwickelte unter anderem die 3DS-Version von Yoshi's Woolly World oder auch Hey Pikmin für Nintendo und ist jetzt eben an Sonic Superstars beteiligt. Ja, ganz genau, die Veteranen vom ersten Sonic-Spiel sind doch wieder hierfür mitverantwortlich. Sollen einsteigerfreundliches Sonic-Game sein, aber auch uns Vollblut-Eagle-Fans vollkommen erfüllen. Ich bin sehr gespannt. Heute am 17. Oktober 2023 erschienen. Für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und auf dem PC via Steam und Epic Game Store. Die gezeichnete Opening-Cutscene eben war auch wieder sehr schön, oder? Hat sozusagen eine Verbindung geschaffen zum Ending von Sonic Origins. Passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und da bin ich ja mal gespannt. Ich würde sagen, wir legen los, Leute. Schauen wir uns jetzt hier mal gemeinsam an, was dieses Spiel uns bietet. Über einen Daumen nach oben aufs Video würde ich mich natürlich sehr freuen. Immer wichtig zu erwähnen, damit das nicht vergessen wird. Also vielen lieben Dank dafür, Leute. Gut, Datei 1, Charakter-Skin hinzugefügt, Lego Tails, Lego Knuckles, Lego Amy und Rabbit-Charakter-Skin. Das gibt's mit der Digital-Deluxe-Variante. Also wenn ihr euch das aus dem Shop holt und nicht Retail, da gibt's ein paar Skins. Okay. Gegenstand hinzugefügt, Menü, Hintergrundbilder, Mecha Sonic Anpassungsteile, Lego Kampflevel. Im Hauptmenü. Teile können bei der Anpassung genutzt werden. Kampflevel erscheinen zufällig im Kampfmodus. Bei Zeit. Hintergrund ändern auf Viereck. Ah, das sind neue Artworks im Classic Design. Auch nice, auch nice. Ah, das ist von Sonic Jam von Sega Saturn. Steht sogar da. Das Key Artwork hier für Superstars Sonic 1. Mach Sachen, ne? Haben wir diesen Bonus auch einfach schon mal gezeigt. Ab in den Story-Modus. Charakterauswahl, Bildschirm. Ach, hier ist Rabbit. Rabbit war ein Prototyp eben von Naoto Oshima, der Sonic erfunden und zum ersten Mal gezeichnet hat. Der zeichnete vorher auch Rabbit und vielleicht sieht man deswegen so ein bisschen Einfluss von dem guten Naoto. Und hier sind es die Lego-Varianten. Ja gut, wir werden auch mit den anderen Charakteren spielen, keine Frage. Und die Skins zeigen. Und es ist halt auch ein Spiel, das ausgelegt ist auf Multiplayer. Also ihr könnt es gerne auch zu zweit, dritt oder zu viert zocken. Erstmal rein da in den Lachs. Gibt's eine Cutscene? Oh, fantastischer Übergang. Und da haben wir Fang the Hunter. Einem Antagonist der Sonic-Serie, der schon länger nicht mehr wirklich zu sehen war. Außer von Cameo-Gastauftritten. Man kennt ihn vor allen Dingen aus Sonic Triple Trouble, welches es dieses Jahr nochmal gespielt hatte bei Sonic Origins Plus.
Bridge Island Zone. Jede Zone soll unique sein. Gut, hat ein bisschen Green Hill Vibes, aber sieht ansonsten doch erfrischend aus. Da haben wir ihn im Hintergrund, Fang. Er heißt nicht mehr Neck the Weasel, er heißt nicht mehr Fang the Sniper. Er trägt jetzt den Titel Fang the Hunter. So, ich mache mal nicht allzu schnell, denn ich kenne mich hier gerade noch nicht aus. Drop Dash ist wieder dabei. Ihr wisst, Sonic-Spieler sollten erstmal langsam beginnen. Wenn du den Level nicht kennst, kannst du nicht Vollgas geben. Wir sind direkt in der Special Stage. Also der Mega-Ring war nicht sehr gut versteckt. Was macht man hier genau? Aha. Wir hangeln uns von Blue Sphere zu Blue Sphere und haben schon den ersten Chaos Emerald. Hm? Sonic hat einen Chaos Emerald erhalten. Von 7 Stück und eine neue Kraft. Stimmt ja. Jetzt gibt es ja für jeden Chaos Emerald eine bestimmte Fähigkeit. Die sollen alle optional sein. Aber wir gucken uns die natürlich gerne mal an. Wir wollen sie auch entsprechend benutzen. Irgendwie erinnert mich das gerade an Sonic Colors, oder? Emerald Kraft wählen mit dem rechten Stick. Ich spiele übrigens die PlayStation 5 Version. Das ist die PS5-Variante. Und dann Viereck. Das sind die Sonic-Klone. Da muss ich auch ein bisschen an Paper Mario denken irgendwie. Nice. Ja, aber vom Versteck und vom Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, der erste Chaos Emerald geschenkt. Ah, hier hätte ich vielleicht ein bisschen schneller sein sollen. Spindash ist wieder dabei. Warte mal, jetzt macht man das hier so. Ist für mich natürlich auch komplett blind hier. Spiele Sonic Superstars zum ersten Mal. Und ja, die Entstehungsgeschichte, ne? Ist wild, ne? Eigentlich auf Eis gelegen. Also ihr müsst so sehen. Die Mais, was ist das denn? Ein Riss in der Dimension. Die meisten Ideen kamen tatsächlich schon mit Evening Star, mit dem Christian Whitehead Entwicklungsteam zustande. Was ist das gebracht? Ich mich irgendwo anders hin teleportieren? Wir gucken einfach mal. Aber dann lag das Spiel erstmal auf Eis. Und während der Corona-Pandemie hat der Sonic-Team-Chef Tezuka einfach mal aus privaten Gründen mit Naoto Oshima einen Zoom-Call veranstaltet. International wird Zoom gerne benutzt. Wir hierzulande eher Discord oder veralteterweise Skype, so muss man sich das vorstellen. Und da haben sie ein bisschen gequatscht und kamen auf die Idee, komm, wir machen zusammen das neue Sonic-Spiel. Der Naoto Oshima, der seit den 90er Jahren nicht mehr involviert war, hatte voll Bock. Ja, die Bonus-Stage hier ist natürlich klar angelehnt an die Special-Stage aus Sonic 1. Jetzt kriegen wir hier solche Medaillen. Sonic hat Medaillen bekommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ersetzen diese Medaillen, wie in Sonic Origins, die Extraleben. Also Sonic Superstars hat kein klassisches Extralebensystem. Man kann unbegrenzt sterben und vom letzten Checkpoint wieder beginnen. Auch schön, dass der Checkpoint, die Laterne, jetzt immer in die entsprechende Richtung zeigt, ne? Also, dass man, es gab die eine oder andere Situation in den Sonic-Klassikern, dass man, ja, vielleicht doch hätte nach links laufen sollen. Kann ich nach oben an der Seite, so ein bisschen an der Wand. Aber da unten ist wieder was, ein blauer Mega-Ring. Da möchte ich auf jeden Fall hinkommen, Freunde. Achtung. Ich kann aber nicht einfach hochspringen. Nutzen wir den Bumper. Bad Brain. Es gibt viel zu entdecken, wie mir scheint. Und von der Story sind wir auf den North Star Island. Islands? Singular oder Plural? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, jetzt bekommen wir hier auch Medaillen. Mhm. Die können wir, denke ich mal, in irgendeinem Shop im Menü oder so ausgeben. Die werden schon für was gut sein. Die sollten wir sammeln. Gibt 5 Stück? Ist ja ein Ding. Ja, warum nicht? Ich nehme an, ich habe diese Bonus-Stage getriggert, indem ich mit 50 Ringen den Checkpoint passiert habe. Nee, das war der hier. Das war die Labyrinth-Zone-artige Sache. Vorne ist alles noch frisch hier. Grafisch sieht's ganz nett aus.
Und es nutzt die Retro-Engine. Das heißt, vom Gameplay her. Also manche mögen vielleicht denken an Sonic 4. Sonic 4 Episode 1 und Episode 2 sind 2010 oder beziehungsweise 2012 erstmals erschienen. Und habe ich auch dreimal Let's Played. Guck mal, da oben ist auch... Ach so, ich habe vor 100 Ringen eine Medaille erhalten. Ja, das sind die Extra-Leben-Ersatzdinger. Oh, ein riesiger Roboterwal. Halt dich mal lieber. Renn schnell, mein blauer Freund. Oh mein Gott. Boah, ich habe... Der hat den Boden weggemacht und ich habe ihm wehgetan und das war nicht meine Absicht. Für sowas ist der Drop Dash empfehlenswert. Ziel! Und seht ihr dieses riesige Tierchen? Das gehört auch mit zur Story. Dass auf den North Star Islands die Animals besonders groß sind. Und deswegen hat es Eggman auf diese abgesehen. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich basierend auf ein Konzept, auf eine Konzeptzeichnung von Sonic 1. Denn schon das allererste Sonic-Spiel für das Sega Mega Drive sollte diese großen Tierchen am Ende einer Zone beinhalten. Mhm. Vielleicht kann ich es ja mal ganz kurz einblenden. Und ja, am Ende einer Zone hast du die quasi befreit und am Ende war das da diese Big Band. Auch Vector the Crocodile war ursprünglich eines dieser großen Tierchen. Act 2 also hier. Und wir haben so einen schönen Sonnenuntergang. Das ist doch herrlich. Machen diese Räder was? Ja, und what a time to be alive, Leute. Es gibt ein neues Main 2D Sonic. Ich meine, die gab es ja auch schon immer. Ne? Aber nicht immer hat Sega und das Sonic-Team diese für voll genommen, sondern waren nur kleine Nebenprojekte. Ne? Bringen halt Sonic Colors oder Sonic Generations nochmal in abgespeckter Version irgendwo raus. So richtig ernst haben sie die 2D-Varianten gar nicht genommen. Obwohl genau das den Igel berühmt und bekannt gemacht hat. Okay, ich hätte eine Richtung lenken müssen, habe ich zu spät gemerkt. Und ich denke, der Erfolg von Sonic Mania hat so ein bisschen gezeigt, da ist was im Busch. Während nahezu zeitgleich Sonic Forces nicht so gut ankam. Was ist das für eine Frucht? Die hätte ich gerne. Sieht aus wie eine Schaufrucht. Stellt euch vor, es gibt einen Schaugarten und wir wissen noch nichts davon. Okay, ich hab's eingesammelt. Das ist auch so ein großes Tier. Ja. Ach, das ist Amy. Einfach so. Das bringt doch ein bisschen Leben in die Bude. Dass man die NPCs hier herumstehen sehen kann. Ja, vom Leveldesign bin ich gespannt. Und dadurch, dass es eben nicht ist, wie bei Sonic 4, um das zu Ende zu bringen, wo sich die meisten auch vor allen Dingen über die Physik und die Steuerung geärgert haben. Ich konnte mich dran anpassen, aber wie gesagt, dieses Spiel nutzt die Retro-Engine, die für Sonic Mania und Sonic Origins genutzt wurde. Und es fühlt sich auch so an. Es fühlt sich ein bisschen anders an, aber das liegt vermutlich am Grafikstil, der nicht ganz klassisch ist. Aber auch wenn sich Sonic in eine Kugel rollt, weiß ich nicht, dass er da diesen leuchtenden Punkt hat an der einen Stelle. Das ist für mich Retro. Das ist meine Kindheit. Und apropos Kindheit. Es soll natürlich für viele junge Sonic-Fans eine Einstiegsmöglichkeit sein, dass Kinder in Zukunft, wow, 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 sagen können, mein erstes Sonic-Spiel war Sonic Superstars. Und, ja komm, wir gehen da nochmal rein. Dadurch, dass eben auch durch die Sonic-Kinofilme sehr viele neue kleine Fans gewonnen wurden, die nur darauf warten, auch mal an gute Sonic-Spiele zu kommen. Und ich denke, einen Reinfall haben wir hier schon mal nicht. Ich glaube, einen Reinfall kann man hier schon mal ausschließen. Aber ich werde das kritisch beäugen und eine Wertung zu dem Game mitteilen. Das hier ist vor allen Dingen auch schon mal sehr viel besser steuerbar. Also viele kriegen ja direkt Fußpilz, wenn sie an die Special Stages aus Sonic 1 denken. Diese rotierenden Labyrinth-Abschnitte. Aber das hier geht so direkt und gut zu steuern. Du hast deutlich mehr Kontrolle als in Sonic 1 damals. Das ist ein absolutes Improvement und nicht schwer. Tatsächlich.
dass viele damit mit dem Klassiker in Sonic 1 nicht zurechtkommen. Dafür habe ich Verständnis, aber hier ist es deutlich verbessert. Das müsstet ihr mal selbst ausprobieren. Werdet ihr euch das Spiel denn selbst kaufen? Oder schaut ihr erstmal das Let's Play, um abzuwarten und zu schauen, ob es was für euch ist? Dann, man kann nicht sofort starten, wenn man bei so einem Checkpoint rauskommt. Das habe ich jetzt gerade bemerkt. Es wird dunkel. Wir werden angegriffen. Es ist der olle Professor. Er ist nur ein Doktor. Denn die Charaktere haben ihren absoluten Classic-Stil, der mit Sonic Generations eingefügt wurde. Ich denke, so wird man noch weiter unterscheiden, auch optisch, zwischen den 2D- und den 3D-Sonic-Spielen. Okay. Alter, er engt mich ganz schön ein. Bin ich jetzt dran? Uah! Ich muss gucken, was er macht, Leute. Aber jetzt ist der Zeitpunkt zum Angreifen gekommen. Ein bisschen was von einem Defect-Robot. Ich kann auch so. Ja dann, ist doch fein. Ich freue mich doch mal, ein Sonic-Spiel wieder blind zu erleben. Das auf Klassiker getrimmt ist. Ich mochte ja auch Sonic Mania. Was mich daran allerdings gestört hat, war eben, dass sehr viel auf alte Sachen basierte. Zwar ergänzt und bereichert, ja. Oh, ich habe ihn erledigt. Aber ein komplett neues, großes, klassisches 2D-Sonic, das ist... Oh, er hat noch nicht genug. Das ist, was ich mir halt auch gewünscht habe und das scheine ich hiermit zu bekommen, oder? Ich wollte nur unter ihn durch. Okay, Eggy. Freunde, blind, no hit. 165 Ringe. Okay, also wenn die erste Zone schon so ein bisschen Zeit beansprucht hat, würde ich sagen, machen wir in jedem Part eine Zone. Werdet heute natürlich noch weitere Parts von mir bekommen. Aber wir gucken uns die zweite ohne... Wir gucken einfach mal zusammen. Und wir müssen ja irgendwo weiter. Zurück zur Weltkarte. Gucken hier. Unten standen die Punkte. Fang! Was hat er da mit sich geschleppt? Noch weitere Tierchen. Ah, und jetzt kann ich hier... Das ist für die Frucht, oder was? Bridge Island Act Frucht. Act Spiel... Ah, das ist quasi... Du verbrauchst eine Frucht, um den Act zu spielen. Das gucken wir uns noch an. Dafür haben wir noch Zeit, ja. Das ist ein Schatz. Ja, ein bisschen Abwechslung. Aber was genau geht hier ab? Ich muss mich hier hocharbeiten. Crawling Level? Warte mal, muss ich die Ballons schaffen oder helfen die mir? Oder die geben Punkte und die ballern mich hoch. Ah, Magus. Wie ich Crawling Level liebe. Das sah krass aus. Da war eine Medaille mit dran. Also die Ringe sind gar nicht entscheidend. Sind das Multiplikatoren oder... Ich werde vermutlich nicht alle berühren können, aber ich tue mal, was ich kann, Freunde. Eines Tages werde ich der weltbeste Sonic Superstar Speedrunner sein, aber das hier ist mein First Try. So. Man fragt sich, ne? Für Ringe, Medaillen, Spaß und Abwechslung, Spielspaß, Überraschung und Schokolade. Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Hey, warte. Ah ja, einerseits. Doch, die Steuerung, die kommt mir bekannt vor, sag ich euch. So, öffnen wir den großen Schatz. Da sind Ringe drin gewesen. Fruchtiger Fortschritt. Möchte ich mal meinen. Jede Menge Punkte. Extra Lebenssystem schaffen die ab, aber Punktesystem lassen sie noch da. Ja, das können wir natürlich auch machen. Das können wir natürlich auch zeigen. Ich hoffe, das ist von Zone zu Zone deutlich anders. Neue Produkte sind im Shop verfügbar. Warnlicht. Wir werden uns erstmal aufs Main Game konzentrieren. Okay. Wir gucken einmal auf den Shop. Wir gucken nur, was auch immer Warnlicht bedeutet. Man kann wieder so einen Charakter zusammenstellen für diesen Kampfmodus. Ja, wie gesagt. Zugegebener Zeit.
Ich bin zu heiß auf das Main Game, als dass ich jetzt irgendwo anders hin könnte. Ja, als nächstes Speed Jungle. Die beiden bekanntesten Zonen zuerst. Da ist auch eine große 2 oben. Herrlich. Gut, dann, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part wieder mit Speed Jungle. Ich hoffe, ihr seid ja wieder dabei. Und ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis zum nächsten Mal bei Sonic Superstars. Bis dann und ciao.